Herzlich willkommen. Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Lowischach, liebe Studierende, liebe Gäste. Herzlich willkommen hier an der FAU zum ersten Tag der Lehre. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich der Einladung des Instituts für Lerninnovation, des ILI und des Fortbildungszentrums Hochschullehre, des FBZHL, das sind schon mal zwei der wichtigen Abkürzungen, gefolgt sind. Das ist eine ganz wunderbare Bestätigung für die erfolgreiche Arbeit ganz vieler Akteure und Stellen hier an der FAU für die Verbesserung der Bedingungen der Lehre an unserer Universität. Die breite Resonanz spricht aber auch für die Gestaltung des heutigen Programms und in diesem Zusammenhang danke ich dem Organisationsteam des ILI und des FBZHL, insbesondere Sonja Hetzner, Alessandra Keller und Esther Paulmann und natürlich unserem Hauptvortragenden, Herrn Professor Lowischach, der heute als Experte für digitale Lernumgebungen bei uns ist. Insbesondere stellt aber natürlich Ihre Beteiligung das Engagement der Lehrenden der FAU für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualität Ihrer Lehre unter Beweis. Und das freut mich ganz besonders. Kurz zum Hintergrund dieser Veranstaltung. Ein paar Dinge hat Esther Paulmann schon angesprochen. Ich will es trotzdem nochmal sagen. Quiz oder die Idee für diese Veranstaltung ist aus Quiz heraus entstanden. Und Quiz steht für Qualität in Lehre und Studium, ist das zentrale universitätsweite Instrument zur Verbesserung der Lehrbedingungen und der Studienbedingungen hier an der FAU. Quiz umfasst eine Reihe von Projekten, die seit 2012 und, wie wir gerade mit großer Freude erfahren haben, auch bis 2020 durch das BMBF und den bundesweiten Qualitätspakt Lehre gefördert werden. Anknüpfend an zwei Thementage, die bereits 2010 und 2011 stattgefunden haben, unter dem Titel Didaktik virtuell und aus dem Projekt StudOn heraus entstanden sind. In diesem Zusammenhang danke ich Paul Held ganz herzlich, der hier Schirmherr war oder sozusagen Pate gestanden hat, hatte das Organisationsteam am ILI schon länger eine regelmäßige Veranstaltung dieser Art zum Thema Innovation in der Lehre in Planung. Und gleichzeitig entstand auch am FBZHL die Idee eines Informationstags rund um das Thema Innovation in der Lehre an der FAU. Gemeinsam wurde das Konzept dann für die heutige Veranstaltung erarbeitet und umgesetzt mit Vorträgen zu Best-Practice-Ansätzen innovativer Lehrkonzepte bei uns an der FAU und anderswo, mit Vorführungen und Demonstrationen sowie mit Raum für Fragen, Austausch und Diskussion. Und in dieser Form will Ihnen diese Tagung ermöglichen, neue Impulse für die eigene Lehre zu gewinnen. Und wir planen ab jetzt zweimal im Jahr einen solchen Tag auszurichten, und zwar im Sommersemester in Form kleinerer Workshops und im Wintersemester, ähnlich wie heute, mit Vorträgen in Form einer Tagung. Die Schwerpunkte der heutigen Veranstaltung ergeben sich aus Themen, die im Rahmen von Quiz immer wieder besonders nachgefragt worden sind. Das ist zum einen der Videoeinsatz in der Hochschullehre und in Verbindung mit den kompetenzorientierten Prüfungen das Thema E-Prüfungen. Der Beratungsbedarf ist vor allem im Bereich der medienunterstützten Lehre sehr hoch und nimmt auch kontinuierlich zu. Dabei ähneln sich viele Fragen und Probleme über die Fächer hinweg, denn für alle ist es relativ neu, dieses Thema Digitalisierung der Lehre. Und da liegt es auf der Hand, dass wir im Rahmen sowohl von Quiz als auch von StudOn nicht nur Einzelberatungen anbieten, das tun wir natürlich auch, sondern auch Schulungen und Informationsveranstaltungen. Denn vielen ist, um nun zum Schwerpunktthema zurückzukommen, die Möglichkeit der Lehrveranstaltungsaufzeichnung sehr wohl ein Begriff. Ich schließe mich selber hier ein. Doch wie dann die Aufzeichnungen genutzt werden können und vor allem wie sie didaktisch eingebettet werden können, ist dann unter Umständen weniger klar. Hier tun sich auch viele durchaus verunsichernde Fragen auf. Das kenne ich selbst aus vielen Gesprächen. Die Frage ist, ersetzen dann solche Videoaufzeichnungen meine eigene Lehrveranstaltung oder was ist dann noch meine Rolle als Lehrkraft? Arbeite ich eigentlich an meiner eigenen Abschaffung, wenn ich mich bemühe um die Digitalisierung meiner Lehrinhalte? Der Mehrwert im Einsatz von Videos in der Lehre liegt aber nicht primär in der Übertragung von Lerninhalten in ein anderes Medium selbst, sondern vor allem in der Nutzung wiederum
dieser Übertragung und deren didaktischer Einbettung. Videoaufzeichnungen also nicht als Selbstzweck, sondern als Methode der Wahl erlauben die Auslagerung von Lerninhalten einerseits und andererseits eben, dass wir in den Präsenzveranstaltungen mehr Zeit haben für den Austausch, die Diskussion und die individuelle Begleitung von Lernprozessen. Über die Vielfalt der didaktischen Möglichkeiten, die sich in diesem Zusammenhang eröffnen, werden wir heute einiges erfahren. Das andere Thema, das kompetenzorientierte Prüfen, brennt uns ebenfalls allen unter den Nägeln. Angestoßen durch den Bologna-Prozess hat einerseits die Prüfungsbelastung stark zugenommen, andererseits hat sich die Kompetenzorientierung, die sogenannte, als zentrale Herausforderung für die Hochschullehre herausgebildet. Beides zusammen macht ganz neue Prüfungsmethoden erforderlich. Das Stichwort Kompetenzorientierung, in diesem Zusammenhang trage ich vermutlich Eulen nach Athen, benennt einen Perspektivenwechsel vom Lehrinput auf den Prozess des Lernens. Ziel dieses Perspektivenwechsels ist die Stärkung einer vielseitigen Handlungskompetenz auf der Seite der Studierenden. Dabei geht es natürlich um Fach- und Methodenkompetenzen, aber auch im Zusammenhang damit um Sozial- und Selbstkompetenzen. Im Rahmen des kompetenzorientierten Prüfens können E-Prüfungen ein hilfreiches Instrument sein, zum einen, um den wachsenden Korrekturaufwand in verträglichen Grenzen zu halten. Und ganz wichtig ist dabei, dass wir hier nicht nur an Multiple-Choice-Aufgaben denken sollten, die automatisch auswertbar sind, sondern auch dazu werden wir heute einiges erfahren. E-Prüfungen ermöglichen neue didaktische Prüfungsformen und sind sehr vielfältig. Zum Auftakt nun dürfen wir uns gemeinsam freuen auf den Hauptvortrag von Professor Jörn Lovischach, der heute aus Bielefeld bei uns ist und seine Vorstellung übernimmt aber aus kompetenterem Munde gleich nochmal Esther Paulmann. Ich wünsche Ihnen und uns allen zusammen interessante Einblicke und im besten Sinne brauchbare Impulse für Ihre Lehre. Vielen Dank. Applaus